Ich wollte sagen, viele wollen wissen, was das... Stopp. Viele wollen wissen, ob das Ding hier seine Kohle wert ist. Du erfährst es im Video. Sagen wir mal so, also wer mich kennt, der weiß, dass meine Produkttests sind ja gnadenlos. Es gibt keinen Grund, irgendwas schöner zu sprechen, als es ist. Da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Ich wurde auch nicht dafür bezahlt, dieses Produkt zu bewerten. Ich habe das Produkt zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist ein Unterschied. Ich finde die Idee genial. Und die Idee ist ganz klar eindeutig, um Ordnung zu schaffen. Ordnung in der Box, Ordnung in der Garage, Ordnung. Weil ich alles, was ich brauche, zumindest das meiste, auf einem Ständer beieinander habe. Ich habe Reifen drauf, ich habe Kombi drauf, Helm, der belüftet wird, ich habe Handschuhe, ich habe einen Stromanschluss für Ladegerät, für Heizdecken, ich kann die Reifen, die hier am Ständer drauf sind, Heizdecken draufpacken, ich kann mein Lederkombi aufhängen, ich kann Handschuhe draufpacken, ich kann Handy-Ladegerät draufhängen, ich kann alles machen. Das ist Ordnung und deswegen ist es genial. Das ist einmal das Erste, die Idee ist genial. Die Frage ist, braucht man sowas? Mega geil. 1A. 1A, deutsche Qualität. Wirklich top gemacht. Verarbeitung ist Bombe. Allein von der Verarbeitung her würde ich sagen, okay, oberste Sahne. Was mich an dem Ding stört. Okay. Zero. Also Beweis, es steht vollkommen auf der Waage. Schauen wir mal, was wiegt's? 13,5 Kilo. Okay, die Waage ist natürlich mega gnadenlos. Ups, falsche Richtung. Waage ist mega gnadenlos, ist eine Radlastwaage aus Motorsport, die ist mega genau. 13,5 Kilo. Ungewampert. Ist auf Bayerisch, also vielleicht ein bisschen sperrig. Man kann das auseinanderbauen, man kann das auseinander tun, man kann die Füße rausnehmen, man kann die einzelnen Träger rausnehmen, wo jetzt zum Beispiel die Ablage für Handschuhe ist, wo die Stange für die Papierrolle ist, wo die Stange für die unteren Reifen, da kann man Reifen draufstecken ist. Wir haben in den Boxen immer ein bisschen ein Platzproblem. Und jetzt habe ich das Ding mal komplett an die Wand gestellt, so nah wie ich rankomme. Das ist abhängig von Lederkombi. Unabhängig von dem Fuß hier unten. Und jetzt messe ich mal, wie weit, dass ich von der Wand wegstehe. Und da sind wir bei 76 cm. Das ist in vielen Boxen kein Problem, aber in der Box wie zum Beispiel Pannonia Ring ist es ein Problem. Weil da hast du sowieso keinen Platz. Aber klar, der braucht diese Länge der Beine, weil sonst das Ganze mit Lederkombi etc. das Übergewicht bekommt und umfällt. Was natürlich wieder für die Qualität spricht. Du siehst das halt hier, enorm an den Schweißnähten, das ist halt alles extrem sauber gemacht. Also wirklich, picobello, das ist hier deutsche Handwerkskunst. Auch die Idee, dass ich da Reifen dran stecken kann, ist mega geil. Hier diese Schale aus Edelstahl. Die auch wirklich massiv ist, da kannst du was drauf schmeißen, ist überhaupt kein Problem. Der Lederkombi, das fällt nicht um, da kannst du wackeln. Also kein Scherz, das fällt überhaupt nicht um. Da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Es ist qualitativ mega hochwertig. Ich freue mich, wenn ich es endlich nutzen kann. Obwohl ich es jetzt auf den Spanien-Events habe ich es nicht mitgenommen, weil es einfach zu schwer war. Weil wir sind mit 4 Motorrädern im Sprinter so beladen, dass wir wirklich an die 3,5 Tonnen exakt hinkommen und da sparst du an jedem Kilo und dann nimmst du das Teil einfach nicht mit. Weil jetzt kommt nämlich der Punkt. Da ist nichts dran, was ich nicht hätte anders lösen können. Das einzige Gadget, nee, du kannst den Lederkombi kannst du in jeder Box an die Wand hängen. Da ist irgendwo ein Dübel, da ist irgendwo ein Haken, kannst du oder in das Gitter einhängen.
den Helm stellst du auf dein Werkzeug. Das Werkzeug brauchst du sowieso. Das heißt ja nicht, dass deswegen deine Werkzeugkiste nicht mehr vorhanden sein muss. Die brauchst du ja. Die ist wichtiger als wie das. Das heißt, du könntest theoretisch Helm und Handschuhe auch auf Werkzeugkiste oder auf dem Tischchen legen. Fazit vom Paddock-Ständer. Spaß beiseite, hier muss man auch ein bisschen Spaß machen. Das ist natürlich knallharte Werbung, was ich hier mache, aber eigentlich eher ein Produkttest. Von dem her kann man ein bisschen Spaß machen, aber dann auch im Endeffekt nachhinein wieder ernst sein. So, was spricht für den Paddock-Ständer? Erstens die Idee. Joshua, das ist eine geniale Idee. Die Idee, ich liebe solche Ideen, wenn Leute hergehen und sagen, ich mache was, was hat noch keiner gemacht. Das mache ich auch immer so. Die Idee ist genial. Die Idee, dass man da was zum Durchstecken hat, auf der einen Seite einen Teller drauf macht, auf der anderen Seite hier Papierrolle draufnehmen kann, etc. Das ist eine geniale Idee. Die Idee ist, allein für die Idee gehört das Produkt promoted. Die Qualität, 1A mit Stern. Die Puffelbeschichtung, mega genial. Da wackelt nichts. Da kannst du dranhängen, was du willst. Ich kann mich draufstellen. Die Rollen sind hochwertig. Ich kann damit Skateboard fahren. Das funktioniert. Die Qualität ist mehr als sehr gut. Mehr als sie braucht eigentlich. Das Einzige, was mich an dem Produkt stört, ist die... Wie soll ich sagen? Die Handhabung in der Realität. Angenommen, es gäbe jetzt vielleicht eine Möglichkeit, um diese Arme rauszuziehen und einzuklappen, sodass man nicht 10 verschiedene Teile mit sich rumschleppen muss, bevor man das irgendwie aus dem Auto, ins Auto, in die Box, in die Garage, sondern ein Teil hat. Ausklappen, ausziehen, zusammenklappen, ausklappen, einklappen, aufbauen, dass es einfach in einem Handgriff geht. Oder zumindest in mehreren Handgriffen, aber ich nicht 5 verschiedene Teile habe. So viele Teile, das macht das Ganze so aufwendig, vor allem für jemanden wie mich, der wo ständig Rennstrecke fährt. Und da gibt es viele, die fahren auch viel Rennstrecke und die haben ihr Equipment aufs Minimum reduziert. Ich denke, wenn das eine Möglichkeit wäre, natürlich ohne Qualitätsverlust, was ich weiß, dass es technisch zum Umsetzen sehr schwierig ist, aber ich denke, wenn es eine Möglichkeit gibt, das umzusetzen, für den Preis, der jetzt angeschrieben ist, dann ist es absolut 25 Daumen hoch. Ansonsten ist das die Kleinigkeit, die mich stört und deswegen habe ich zum Beispiel, gut, wir haben gesehen 13,5 Kilo, ich hätte es nicht nach Spanien mitnehmen können, weil wir waren schon auf 3,5 und noch 50, da lasst du es einfach zu Hause. Natürlich jetzt bei den Events, die jetzt alle gestrichen sind, rund um unsere Heimat, nehme ich es natürlich mit, logisch, ich habe es ja jetzt, ich nehme es natürlich mit. Aber es geht ja um die Leute, die das für viel Geld kaufen müssen, die sagen, kaufe ich das oder kaufe ich es nicht. Was denkst du über dieses Produkt? Schreib es gerne in die Kommentare. Natürlich bitte nicht angreiflich werden oder handgreiflich oder verbal ausfallen werden. Konstruktive Kritik über dieses Produkt. Hast du schon getestet? Willst du es dir noch kaufen? Denkst du drüber nach, es zu kaufen? Schreib es in die Kommentare, abonniere auch gerne den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.